Das ist ein Ford Ranger und ja, der Ford Ranger gehört der, der Valeria, richtig? Genau, richtig? Der Valeria, die steht nämlich hier auf der rechten Seite. Ich grüße dich ganz herzlich. Danke. Du bist die Erfinderin, absolute Powerfrau einer Firma, die muss man kennen, der Vital Kempf GmbH. Und wir sind in Flensburg, mitten im Schnee. Hättest du das gedacht? Nee, überhaupt nicht. Das hatten wir schon lange nicht hier in Flensburg. Aber es ist sensationell. Es schafft eine Atmosphäre, die wirklich unbeschreiblich ist, bei dem Wetter hier draußen zu stehen. Und dann ist es knackig kalt. Ich grüße dich ganz herzlich. Hi. Du bist hier? Sarah. Sarah, du bist hier quasi Tag und Nacht. So und ungefähr, ja. Dich trifft man auch, wenn man hier irgendwas, ich sag mal, besichtigen möchte. Einmal im Monat habt ihr großen Schautag. Genau. Morgen, wie viele Leute? 150 Leute ungefähr sind für morgen angemeldet. Ja, und ansonsten sind wir aber auch unter der Woche da. So, das heißt, am besten anrufen, Termin machen, genau, vorbeikommen. Richtig. So, Leute kommen hier, habt verschiedene Gäste. Ihr habt ganz viele, ich sag mal, Individualleute, die ihr Haus nur für sich kaufen wollen. Es gibt ja viele Anbieter, die, ich sag mal, hauptsächlich an Campingplätze verkaufen und so weiter. Bei euch ist das sehr ausgewogen, oder? Genau, das ist eher weniger. Wir haben eher Kunden, die sich verkleinern wollen, aber auf die Qualität nicht verzichten wollen. Und die stellen so ein Mikrohaus oder ein Tiny House, wie man immer das nennen möchte, auf dem Privatgrundstück. Das sind so unsere Kunden. So, das war das erste Haus, was wir gedreht haben. Vor circa 3 Stunden haben wir damit angefangen und das hat mich schon geflecht und dann wurde es immer besser. Jedes Haus ist ein bisschen anders, oder? Richtig, genau. Das ist ja auch genau das, was wir ja auch zeigen wollen, dass wir unheimlich vielseitig sind und jeden Wunsch bisher erfüllen konnten. Und das muss man dann einfach auch gesehen haben. Und das ist auch der Grund, warum wir dieses Schaugelände auch anbieten. So, zu jedem Haus gibt es ein extra Video. Das könnt ihr euch angucken. Das werde ich auch noch mal quer verlinken. Aber erst, wenn alle Videos natürlich gesendet sind. Das hier ist jetzt ein kleiner Grundriss mit Bad und allem drum und dran. Es ist mollig warm hier drin. Nur durch die Infrarotheizung. Es riecht nach Zirbe. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, wie genial das hier drin riecht. Es riecht wie eine, ich sag mal, eine unglaublich tolle Hütte in Bayern. Das ist leider so, im Fernsehen kann man es nicht übertragen, wie es riecht, aber es ist sensationell, denn das ganze Haus ist aus Holz gebaut und das Ganze auch mit ordentlichen Beschlägen, ordentlichen Türen und so weiter und so fort. Guckt euch das Video an. Das nächstgrößere, auch das made in Germany. Auch das made in Germany, das ist das Chalet Österreich, individuell gebaut. Ja. Da war mal einer fleißig. Da war einer fleißig, genau, gestern Abend. Und das ist das Chalet Österreich. Auch das wieder ein ganz anderer Grundriss, muss man erleben. Das heißt, ihr habt auch echte Tiny Häuser, dazu kommen wir auch gleich. Aber das hier sind so, ich nenne es mal so, entsprechend Mikrohäuser, die man immer noch gut transportieren kann, aber die, ich sag mal, von der Qualität her auch das Gleiche bieten mit Holz, Holz innen, Holz außen, eine ordentliche Isolierung, diesen Skihütteneffekt, du kommst rein, du riechst richtig Urlaub, oder? Genau, du riechst die Zirbe und du riechst die ätherischen Öle und fühlst dich einfach wohl. So, auch hier Schlafzimmer, auch da gibt es ein eigenes Video zu, guckt euch das bitte an. 2 Schlafzimmer nebeneinander, beziehungsweise ein Arbeitsraum an der Seite. Mit Katzenklappe, großes Bad mit drin, eine riesen Küche mit Wohnraum. Österreich kostet 119.000 Euro fix und fertig mit der Mehrwertsteuer. Und das ist sensationell, ist der Ofen eigentlich nicht dabei. Ein paar Sachen, guckt euch das Video an, da ist es genau beschrieben, was ihr kriegt. Und ganz wichtig ist natürlich, die Preise gelten heute am 16.12.2022 und kommt mir bitte nicht 2025 und sagt hier, das war so. Vielleicht wird es ja noch billiger, ich glaube es eher nicht, aber auch euch trifft natürlich das Thema Holz. Hat euch getroffen, oder? Ja, hat uns getroffen, aber ich sag mal so, dadurch, dass das ja auch ein Naturstoff ist, was immer wieder verwendet worden ist, von Generation zu Generation, wenn der Kunde das möchte, dann kauft er das auch. So, hier ist das nächste Haus, bitte mal schnell rein. Dass wir da reingehen, einmal kurz zeigen, das ist euer Büro, das ist schon weg, schon verkauft, die Kunden, auch da gibt es ein eigenes Video zu, da kann man nur mal ganz kurz reinhalten, auch hier ist es mollig warm, hier ist nämlich der Ofen am Bollern und das Ganze auch hier mit Riesenschlafzimmer und einer tollen Küche, eigenes Video gibt es hier jeweils 1/2 Stunde, komm schnell raus, denn wir wollten ja nur mal einen Überblick machen, die wir hier haben, wir haben gezeigt, tolles Tiny House, das steht hier gegenüber. Das ist jetzt ein richtiges? Das ist ein richtiges Tiny House für die Straße, genau. So, für die Straße, 2,50 Meter Breite, unter 3,5 Tonnen, kann transportiert werden. Aber auch hier außen richtig Holz? Richtiges Holz, genau, Lärchenholz. So, ist 7 Meter lang und 2,50 Meter breit. Schnell mal rein, dass mit wir das sehen. Schlafzimmern, ganz wichtig. 2 Schlafzimmer. Und da gibt es auch ein eigenes Video zu. Das ist
der Bereich, wo wir gerade eben waren, wo wir gesessen haben, da ist Schlafzimmer Nummer 1 da hinten drin und hier oben in der Koje hat man Schlafzimmer 2 und ein großes Badezimmer mit drin. Es kommt noch viel besser. Hier vorne steht Luxemburg. Dein eins meiner Favoriten, weil die Fensterflächen hier so groß sind, dass man wirklich ein Raumgefühl hat. Das ist sensationell. Gleich werden wir noch das Lieblingshaus sehen von der Sarah. Ich komme mir vor wie bei QVC. Mal gerade hier gucken. Da ist es. Also, auch da gibt es ein eigenes Video zu. Dann haben wir hier Schlafzimmer, zeige ich euch mal. Das ist sensationell. Da gibt es auch gleich mehrere. Da ist das Bad, spielt auch keine Rolle. Aber hier Schlafzimmer. Also, guckt euch das an. Haus Luxemburg. Wirklich ganz toll. Weiter geht's im Schritt. Ich muss mich ja selber geißeln, dass ich hier mich nicht zulabere im Überblick. Dann kommen wir zu Rügen. Ich fange hier an. Ich kenne schon die Häuser alle. Rügen ist hier. Schnell rein. Und das, hast du gesagt, Sarah, das ist dein Favorit. Wenn du selbst eins kaufen würde, dann wäre es Rügen. Dann weil wär's Rügen, ja. Wegen dieser Küche. Da ist es. Aufteilung, Küche. Heller Wohnraum. Da gibt es auch ein eigenes Video zu. Das ist richtig toll. Also, und es gibt auch ein Schlafzimmer. Ganz toll ist die Küche. Chalet Rügen. Sieht hier aus. Schlafzimmer? Das war links. Siehst du mal, habe ich das hier vertauscht. Also ein Schlafzimmer hier. Zweites ist hier. Das ist hier vorne. Einmal hier. Da ist das zweite Schlafzimmer. Und? Und natürlich haben wir hier auch ein Bad. Ein Bad. Mit einer Betonoptik. Dusche. Kenne ich schon. Und einen Platz für eine riesen Waschmaschine. Also auch das könnt ihr in dem Video sehen. Haben wir extra nochmal gezeigt. Rügen kostet 99.900 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Und ich glaube, eins haben wir noch, oder? Eins haben wir noch. Ein Tiny House Küste 2. Küste 2. Genau. Ein so, kleines, aber feines. So, und das ist noch zu haben. Das kostet 60 Kilo. Und ist da. Bitte einmal öffnen, dass ich einmal nur kurz reinhalten kann. Und da sind wir. Ein richtig tolles Haus, richtig groß, mit Bad, mit Stockbetten, mit großer Küche, 60.000 Euro. Wo sind wir ganz genau? Wir sind in Flensburg am Sophienhof 21. So, und du bist die? Ich bin die Sarah und genau, ich empfange euch dann hier, wenn ihr vorbeikommt. Die Parkleiterin quasi. Die, genau, die hier. So, und das Ganze haben wir heute gefilmt. Heute am 16. Dezember 2022. Guckt euch rein, in die Beschreibung stehen alle Videos. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.